Ja? Okay. Dann probieren wir das mal aus. Im März 2010 haben wir mit Uwe Friedrichsen den ersten der prominenten Sprecher aufgenommen. In diesem Fall hat es sich angeboten, ihn mobil einzufangen, und zwar in einem Hotel in Hamburg. Das Hotel hat uns ein Zimmer zur Verfügung gestellt und wir bauen natürlich schon mal rechtzeitig alles auf und testen die Technik. Wenn du dann Fallen gelernt hast, wirst du nicht fallen. Wir sind natürlich in der Regel viel zu früh da und warten dann noch. In diesem Fall in der Hotellobby. Vorbauen Sie das mal? Weil es viel zu laut ist von der Akustik her. Das ist zu hallig. Wir haben nebenan ein kleines Zimmer. Ach so, na gut, dann gehen wir da mal rüber. Wir haben da schon alles aufgebaut. Ja. Okay. Na, wir gehen vor. Hier an. Gar nicht, ich nehme den in die Hand und lese. Okay. Also, Sie brauchen auch den Notenständer nicht, ne? In der Episode »Der Sohn hatte sich unter der kundigen Anleitung seines Vaters Schwingen erträumt« war Uwe Friedrichsen für die Rolle des Vaters vorgesehen. Eine Art Daedalus, der seinen geflügelten Sohn auf sein Entkommen aus der Labyrinthstadt vorbereitet. Der Sohn muss mutig sein, er darf nicht ängstlich sein, aber er muss unbedingt auch ganz vorsichtig sein. Also es ist aber auch als Exposition, um dem Publikum das klar zu machen. Genau, genau. Ja, ja. Okay, versuchen wir es mal. Soll ich ansprechen? Wolltest du noch eine kleine Technik? Hast du schon technisch geguckt, ob das alles in Ordnung ist? Ihr könnt ja vielleicht mal einen Absatz besprechen, dass ich das noch final einpegeln kann. Ich habe das jetzt hier zwar schon einigermaßen gemacht, aber wenn ich einen Satz kriegen könnte, wäre das super. Ja. Also dann. Ich fange an mit Komm herein, mein Sohn. Okay. Komm herein, mein Sohn. Komm nur. Ist es nun soweit, Vater? Bin ich nun bereit zur Verkörperung, Vater? Bereit, das Verbot zu brechen? Es ist nicht verboten, die Labyrinthstadt zu verlassen, mein Sohn. Im Gegenteil. Aber wer... Super, reicht. Ja? Mhm. Okay. Okay. Gut. Dann, let's go. Okay. Wenn du dann Fallen gelernt hast, wirst du nicht fallen. Es gibt kein Oben und kein Unten. Wohin solltest du fallen? Die Gestirne halten sich gegenseitig im Gleichgewicht auf ihren Bahnen, ohne sich zu berühren, weil sie miteinander verwandt sind. Und so soll es auch mit uns sein. Etwas von mir ist in dir. Wir werden uns gegenseitig halten. Und nichts sonst wird uns halten. Wir sind kreisende Sterne. Darum lass alles los. Sei frei. Sehr schön, ja. Wir können zur Sicherheit noch einmal. Ja, würde ich auch. Solche Flügel tragen nur den, der leicht ist. Leicht macht nur das Glück. Also, bist du glücklich? Ja, Vater, ich bin glücklich. Dann lerne fallen. Dankeschön. Bitte sehr. Vielen Dank. Bitte. Schön. Ja. Gut, ich darf mich bedanken. Dankeschön. Ich mich auch. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Viel Glück. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke. Ja. Genau. Tschüss. Toi, toi, toi. Hoffen wir das Beste. Ja. Wieso? Danke. Tschüss. Doch bedenke immer, solche Flügel tragen nur den, der leicht ist. Und leicht macht nur das Glück. Ja, Vater. Also, bist du glücklich? Ja, Vater, ich bin glücklich. Dann lerne fallen.